Das hier ist es, das Sportfoto des Jahres, fotografiert am 21. Mai 2011. Nach dem Sieg im Endspiel um den DFB-Pokal wirft der Schalker Superstar Raúl González Blanco den goldenen Pott in den Berliner Nachthimmel. Er hat auf den Auslöser gedrückt und so diesen einmaligen Augenblick festgehalten, Sportfotograf Jürgen Fromme aus Dülmen. Ich habe mich ganz gezielt auf Raúl konzentriert und habe mich auch vorher schon mittig zur Siegerehrungspodest gestellt und hatte dann das Glück in dem Moment, dass Raúl den Pokal hochwirft, und das passte alles. Und schnell war dem gebürtigen Münsteraner klar, dass ihm da ein ganz außergewöhnlicher Schnappschuss gelungen war. Dass er in diesem Moment allerdings schon das Sportfoto des Jahres in seinen Händen hielt, war ihm nicht bewusst. Das konnte ich noch nicht erahnen, weil man weiß ja auch nie, was das Jahr noch so bringt. Das war ja erst der Mai und was die Konkurrenz so hat. Aber ich bin ja froh, dass es jetzt zum dritten Mal mir gelungen ist, die höchste Auszeichnung in der Sportfotografie zu erreichen, die es in Deutschland gibt. Ja, Sie haben richtig gehört. Fromme hat den vom Magazin Kicker und Verband Deutscher Sportjournalisten ausgeschriebenen Preis bereits zum dritten Mal abgeräumt. In der Sportlerszene ist der Preußen-Münster-Fan einer der gefragtesten Fotografen. Seit über 20 Jahren hat er seine eigene Agentur und bereist mit seinem Team die Fußballstadien und Sportstätten dieser Welt. 1999 gelang ihm dieser Schnappschuss von Mario Basler. 2007 ging sein Foto von dem weinenden Fußballjungen um die Welt. Das war im September 2007 und da hat Bochum gegen Hamburg gespielt und ich stand direkt an der Mittelfeldlinie, weil ich mir das angucken wollte, wie das mit den Einlaufkindern so funktioniert, weil ein paar Wochen später mein Sohn auf Schalke Einlaufkind war. Und in dem Moment lief mir dieses Kind in die Kamera in die Kamera rein, weil das Kind nicht mit Vincent Kompany einlaufen wollte. Offensichtlich war der kleine Junge so verschreckt, weil Vincent Kompany so ein großer Kerl ist und es war spät abends und übermüdet vielleicht auch und war völlig aufgelöst und wollte nicht mit aufs Spielfeld laufen. Und ich habe den Moment genutzt und habe das abgelichtet. Ob weinender Fußballjunge, jubelnder Raul oder das Schlitzohr Basler im Archiv von Jürgen Fromme haben sich in den vergangenen Jahren einige Schätzchen angesammelt. Der Lohn täglich harter Arbeit, der Lohn eines mutigen Fotografen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und immer noch voller Leidenschaft dabei ist. Ja, es ist vielseitig. Es sind Emotionen von großen Momenten des Sports, ob es ein Finale ist, können aber auch kleine sein in der Kreisliga A, wo es morgens noch ein Nebelbild gibt, Schneematsch, und es sind auch da schöne Fotos zu machen. Und man muss Leidenschaft mitbringen, dass man den Sport mag, dass man die entscheidenden Momente mag, dass man sich selber ein bisschen reinfühlen kann in den Sportler. Und da ich selber ein bisschen Fußball gespielt habe früher, leider nicht so gut, deswegen bin ich Fotograf geworden, weiß ich, wie Sportler ticken und wie sie ihre Emotionen ausleben, wo sie auch die Laufwege. Und das macht mir immer noch Spaß nach über 20 Jahren. Auch in Zukunft wird Jürgen Fromme also garantiert noch einige Schnappschüsse einfangen und so den ein oder anderen Sportler ins rechte Bild rücken. Ans Aufhören denkt er jedenfalls noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Nö, jedes Spiel ist ja, was man fotografiert, ob ich jetzt Schalke gemeinsam Samstag fotografiere, da möchte ich das Tor haben, da möchte ich die schönste Aktion des Spiels fotografieren. Das ist immer neuer Ansporn genug, um dann auch sich selber und den Kunden zufriedenzustellen. Und dann möchte ich natürlich noch das vierte Mal des Sportfotos des Jahres gewinnen. Ich glaube, dann wäre ich in Deutschland auch der Fotograf, der das am häufigsten gewonnen hat. Und das ist schon noch ein Ziel und deswegen muss man jeden Tag für arbeiten und das mache ich auch gerne. Und so sitzt der Dülmner schon wieder auf gepackten Koffern, denn der nächste Termin erwartet schon.